Hallo und herzlich willkommen, ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV und heute gehen wir der spannenden Frage nach, wie kann man eigentlich 300, 400, 500 Dollar risikolos Prämie einnehmen? Eine Frage aus unserem wöchentlichen Helpdesk und wir klären es heute mal auf. Ihr wisst, wer Abonnent unserer Optionsstrategien ist, unseres Börsendienstes, der ja immer mittwochs erscheint, dass wir da am Donnerstag immer ein Live-Webinar haben. In diesem Live-Webinar erläutern wir immer alle offenen Positionen, das heißt, wir zeigen unsere Konten, welche Positionen haben wir gerade und besprechen die. So, und der größte Teil dieses Webinars ist allerdings Fragen gewidmet. Das heißt, die Teilnehmer an diesem Helpdesk, die Abonnenten, können uns dann Fragen stellen oder können mir persönlich Fragen stellen zu allen möglichen Themen rund um den Optionshandel. Und eine Frage, die jetzt mal aufkam und die sehr, sehr interessant ist, die betrifft die Aktie von LinkedIn. Und zwar geht es da um Folgendes. Ich zeige euch hier mal einen Chart. Und zwar ist das die Aktie von LinkedIn, diesem Personaldienstleister. Und diese Aktie, ihr seht das hier, hat vor kurzem einen riesigen Sprung nach oben gemacht. Und zwar lag das daran, dass Microsoft gesagt hat, wir möchten diese Firma übernehmen. Und zwar zu einem Preis von 196 Dollar pro Aktie. Und ihr seht es dann, diese Aktie ist dann eben, LinkedIn ist dann entsprechend von roundabout 130 auf ungefähr 190 hochgesprungen. Und als das passiert ist, haben wir Put-Optionen knapp unterhalb dieses Preises verkauft. Also verschiedene Laufzeiten, verschiedene Strikes. Das ging los so bei 180, 185, teilweise 190. Und wir haben hier tatsächlich Prämien eingenommen zwischen 300, 400, 500 Dollar. Und sowohl Microsoft als auch LinkedIn haben ja gesagt, okay, wir stimmen dieser Übernahme zu. Und es dauert natürlich jetzt noch ein bisschen, wird geprüft und so weiter. Aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich, sagen wir mal 95%, dass diese Übernahme klappt. Was wird passieren? Die Aktie wird für 196 aus dem Handel gehen und unsere darunter geschriebenen Puts werden wertlos werden. So, das ist der erste Punkt. Und da ist jetzt die berechtigte Frage, wenn wir allerdings diese Puts verkaufen, wer ist denn jetzt eigentlich so, ich sag's jetzt mal so krass, so blöd, und für so einen Put noch 300, 400, 500 Dollar zu bezahlen? Weil irgendeiner muss ja noch den Put auch kaufen, wenn wir ihn verkaufen. Und wer gibt denn uns noch so viel Geld für doch einen nahezu Trade, der für ihn ja wahrscheinlich mit einem Totalverlust endet? Weil wenn die Aktie tatsächlich übernommen wird für 196, dann werden alle Puts, die Strikes darunter haben, sofort wertlos werden. So. Und jetzt müssen wir ein kleines Rechenbeispiel machen. Denn es ist eigentlich ganz logisch, dass hier noch Prämien bezahlt werden. Und zwar überlegt euch mal Folgendes. Stellen wir uns vor, du bist der Besitzer dieser LinkedIn-Aktie und zwar von 100 Stück. Warum 100 Stück? 100 Stück beziehen sich ja immer auf eine Option. Ne? Bezugsverhältnis Aktienoptionen zu Optionen oder zu Aktien immer 1 zu 100. Und du hast also 100 Stück dieser Aktie. Und jetzt springt diese Aktie am Tag der Ankündigung von 130 auf 190. Das heißt, die macht einen Sprung von 60 Dollar und du hast sofort einen Gewinn von 6.000 Dollar gemacht. So, jetzt hast du folgende Möglichkeiten. Du könntest natürlich sagen, okay, ich verkaufe die Aktie sofort für 190, dann bist du halt raus, hast deinen Gewinn gemacht. Aber natürlich könntest du auch sagen, hey, wenn die eh für 196 übernommen wird, dann nehme ich mir die 6 Dollar extra auch noch mit. Ne? Und das sind immerhin nochmal 600 Dollar. Oder wenn du natürlich größere Mengen hast, ne, es gibt ja viele Leute, die haben dann nicht nur 100 Aktien, sondern Tausende oder Millionen, dann geht es ja hier um richtig viel Geld. So, und jetzt müssen wir uns mal Folgendes überlegen. Gehen wir mal nur davon aus, du bist von 130 auf 190 dabei gewesen, dann hast du 6.000 Dollar Gewinn über Nacht gemacht. Jetzt möchtest du natürlich diese 6.000 Dollar behalten und es gibt ja wahrscheinlich so eine, sagen wir mal, eine 5%ige Wahrscheinlichkeit, dass dieser Trade nicht zustande kommt oder dass die Übernahme nicht zustande kommt. Wir sehen es jetzt aktuell, da hat die Firma Salesforce, die ist gegen diese Übernahme, klagt da so ein bisschen, ne, das Übliche, was im Zuge solcher Übernahmen immer passiert, es dauert dann deswegen auch so meist ein halbes Jahr etwa, bis das durch die Bücher ist. Aber es gibt wahrscheinlich so eine Wahrscheinlichkeit, also ungefähr 5%, dass es eben nicht zustande kommt. Und jetzt hast du folgende Entscheidungen zu treffen. Nummer 1, du gehst davon aus,
dass diese Übernahme kommt und machst keinerlei Absicherung und hast ein 5% Risiko, dass die Übernahme nicht zustande kommt und die Aktie wieder deutlich zurückfällt. So, vielleicht nicht unbedingt auf 130, aber vielleicht wieder auf 170 oder 160. Oder die andere Variante ist, du investierst jetzt von deinen $6,000, die du über Nacht gewonnen hast, investierst du jetzt vielleicht $300 in den Kauf einer Put-Option und kannst jetzt komplett sicher sein, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel einen 190er Put gekauft habe, dann habe ich dafür von mir aus $300 bezahlt und ich kann mir jetzt zu 100% sicher sein, dass ich auf jeden Fall meine Aktien für Minimum 190 verkaufen kann. Das bedeutet also, du hast von den $6,000 ungefähr 5% investiert und bist auf der sicheren Seite. Wenn sie für 196 übernommen wird, bekommst du sogar nochmal $600 dazu. Das heißt, du hast dann sogar nochmal $300 obendrauf extra verdient. Und das ist einfach diese Abwägung. Jetzt könnt ihr euch selbst überlegen, was ihr machen würdet. Euch legt jemand $6,000 auf den Tisch und sagt, die gehören dir. Einfach so. Aber du hast jetzt die Möglichkeit, $300 in eine Versicherung zu legen, damit du diese $6,000 abzüglich der $300 Prämie behalten kannst. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie dir wegnehmen, die 6.000, sind nur bei 5%. Oder aber du sagst, nein, ich zocke ein bisschen, wenn ich Pech habe, 5% sind die 6.000 wieder weg. Überleg einfach mal, was du machen würdest. Und das ist genau die Überlegung, die eben sehr, sehr viele große Investoren auch anstellen. Und deswegen werden jetzt immer noch Put-Optionen gekauft, werden immer noch gehandelt. Und wir nutzen das eben und haben diese Put-Optionen verkauft und uns diese Prämie gesichert. Wir übernehmen quasi diese 5% Risiko, dass die Übernahme nicht zustande kommt, müssten dann im Zweifelsfalle eben die Aktien für 190 übernehmen oder das Ganze rollen oder hedgen, wie auch immer. Und wir haben das gerade gesehen, wer sich mal die Aktie von NetSuite anschaut, ich mache euch da hier auch noch einen Chart rein. Da seht ihr auch, da gab es eine Übernahmeankündigung von Oracle und die ist jetzt gerade so wieder ein bisschen zurückgekommen. Also ihr seht, es macht definitiv immer Sinn, warum Investoren Optionen kaufen oder auch verkaufen. Wir sind, wie gesagt, immer auf der Verkaufsseite und das ist aber nie Dummheit der anderen, sondern da stehen in der Regel schon richtige Überlegungen dahinter, warum das jemand macht. Das war's für heute. Eure Fragen, Kommentare, Anregungen wie immer hier unten in den Kommentaren und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.